Ja, ich glaube jetzt, man kann leider nicht sagen nach der Pandemie, aber zumindest in einem ruhigeren Zeitraum ist es jetzt die erste große Veranstaltung, die ich wieder besuche, mit wirklich ganz, ganz viel Austausch, Networking in den Pausen. Und das ist das, was sehr, sehr gut ankommt bei der Veranstaltung, weil es hat uns sicher sehr gefehlt die letzten vielen Jahre und wird auch hoffentlich nicht mehr so schlimm werden. Also der Austausch und das Networking kann wunderbar stattfinden, neben den hervorragenden Vorträgen. Ja. Ja, verwundernswerterweise natürlich das Thema, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Und meine Frage war, haben wir wirklich etwas gelernt aus der Pandemie? Ich vertrete 38.000 Berufsangehörige aus Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Diätologie, Orthoptik, biomedizinische Analytik und Radiologietechnologie, somit die drittgrößte Berufsgruppe im österreichischen Gesundheitswesen. Breit, mannigfaltig, was waren die Lessons learned? Wir nehmen hoffentlich ganz viel mit aus dem Thema E-Health, Digitalisierung, Telerehabilitation und so weiter. Das wird was sein, was wir hoffentlich genauso weitermachen, auch wenn Hands-on immer ganz, ganz wichtig bleiben wird. Das ist das eine. Und das andere, es sind uns Themen leider sehr auf den Kopf gefallen, die auch vorher schon vakant waren: Personalmangel, Rahmenbedingungen. Und da muss auch in den Berufsgruppen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wirklich rapide was gemacht werden. Es gibt viele Krankenanstalten, Krankenhäuser, die finden in den verschiedensten Berufen keine Kolleginnen und Kollegen mehr. Also Lessons learned, das haben wir leider von vorher mitgezogen. Personal ist die Ressource des Gesundheitswesens und da muss man wirklich rasches drauf schauen, dass genug Personal vorhanden ist.